geht es um eine moderne Gussachse, und zwar geht es um die Bolzen Trucks. Entwickelt von Heiko Schöller und Frank Beste sind die Achsen jetzt schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Und wir haben es auch endlich mal geschafft, unseren Langzeittest abzuschließen. Daher starte ich auch schon ganz schnell mit den technischen Daten. Der Hänger ist 178 mm breit. Ihr habt 4 mm Rake, abgedrehte Enden und die Achse wird natürlich mit Springs geliefert. Hinzu kommt, die Achse hat eine Newsgröße wie Fullscreen-Bohrung, hat spezielle Bushings, und zwar 87A Nippels von O-Tank, und ist 63 mm hoch. Und wenn ihr den Hänger flippt, ja, man kann den Hänger flippen, dann ist die Achse noch 59 mm hoch. Kommen wir mal zum ersten Eindruck, und zwar, die Achse kam bei uns an, alles top, ich habe mich nirgendwo geschnitten, keine abstehenden Grate oder Lackkanten, wirklich alles schön verarbeitet, da ist wirklich nichts, was meckert. Daher komme ich jetzt auch mal direkt zum Fahrverhalten. Wir haben sie zum Dancen benutzt, natürlich dann Freestyle-Tricks und auch ein bisschen zum Freewine. Und müssen auf jeden Fall beim Dancen sagen, da hat sie mich selber ziemlich überrascht. Sie ist super flowig, also man kann sie schon fast mit der Paris vergleichen, finde ich nicht ganz so hart. Gibt der Paris meinetwegen 10 Punkte im Flow, dann hat die Bolzen auf jeden Fall die 8. Sehr geil auf jeden Fall zum Dancen daher. Macht einen riesigen Spaß. Schön verspielt vor allem. Und natürlich, klar, kommen heutzutage im Dancen noch ziemlich viele Freestyle-Tricks mit rein. Das heißt, ihr springt mit euren riesigen Planken darauf rum. Und daher haben wir natürlich auch das getestet und haben jetzt nochmal Mord aufgestellt, der immer aggressiver drauf rumspringt. Und naja, das Erstaunliche ist, die Achse lächelt so gut wie gar nicht, oder die lächelt nicht. Kommen wir mal dazu, wenn es ein bisschen schneller geht. Sprich, wenn es bergab geht, sag ich mal, die Achse nimmt das Verspielte aus dem Dancen etc. natürlich mit, auch nicht. Und ist aber trotzdem sehr stabil, macht nicht so schnell zu wie eine andere Achse, sag ich mal. Und ich finde sie, wie ich natürlich auch an den Bushings immer so ein bisschen, ich finde sie kippt nicht so stumpf wie eine Stange, wenn ihr versteht, was ich meine. Schauen wir uns doch am besten einfach mal selber an, was man damit so machen kann. Ja, fast. Ja, das waren jetzt mal einige Beispiele. Ihr seht hier irgendwo noch einen Link, denke ich mir. Da geht es zu einem Longboard Review. Dort seht ihr die Achse aber auch nochmal in Aktion. Keine Sorge, mit dem Link skippt ihr sozusagen das ganze Gerede in dem Review. Also geht direkt beim Fahren los. Und wir legen jetzt auch mal direkt los, und zwar mit dem Fazit. Vom Fahrverhalten her sind sie wirklich schön verspielt, fahren sich aber auch sehr stabil gleichzeitig. Die Verarbeitung, wie ich schon gesagt habe, top. Das Einzige, was mich stört, ist der Bolzen Germany Schriftzug, weil ja, er macht dann doch die Shockpads, wenn ihr eine Drop-Zoom-Montage habt, kaputt und andere Materialien. Das ist nicht so schön, sprich, es sieht schön aus, aber sonst ist es suboptimal. Die Haltbarkeit von der Achse auch top, daher kann ich echt nur sagen, zu allen anderen Achsen in dem Bereich von den Gussachsen, von dem Preissegment her, super Alternative, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Bis dahin,